Im vorherigen Video hatten wir schon mal generell gezeigt, wie man die Aktivität Aufgabe zu einem Moodle-Kurs hinzufügen kann. In dem Video möchten wir jetzt nochmal auf die generellen Konfigurationen eingehen, die nötig sind, wenn man das Ganze als Klausur verwenden möchte. Generell kann man die Aufgabenstellung hier in diesen Beschreibungstext hinzufügen oder beispielsweise auch hier bei den Dateien ein Aufgabenblatt oder mehrere Aufgabenblätter reinhängen. Bei den Daten ist hier einmal der Abgabebeginn, das ist der Zeitpunkt, ab dem das Ganze freigeschaltet ist. Dann haben wir hier das Fälligkeitsdatum, das ist der Termin, zu dem die Abgabe fällig ist. Und hier bei der letzten Abgabemöglichkeit, wenn ich dieses Datum aktiviere, dann ist auch nur bis dann der Abgabebutton überhaupt verfügbar für die Studierenden. An Bewertung erinnern kann man freilassen und hier unten ist nochmal wichtig, Beschreibung immer anzeigen. Wenn ich also wirklich ein Aufgabenblatt oben reinlade bzw. den Beschreibungstext, dann sollte ich hier den Haken auch rausnehmen, damit die Aufgabenstellung für die Studierenden auch wirklich erst ab Abgabebeginn überhaupt verfügbar sind. Man kann das Ganze natürlich auch über andere Voraussetzungen, also über eine Zeitvoraussetzung für einen ganzen Absatz auch nochmal eingrenzen. Je nachdem, was abgegeben werden soll, würde man jetzt hier auch noch Dateiabgabe oder Textauswahl auswählen und zum Beispiel sagen, es soll nur eine Datei abgegeben werden. Man kann hier die maximale Dateigröße auswählen. Wenn man jetzt hier nur 50 MB drinstehen hat, muss man gegebenenfalls in den Kurseinstellungen den Wert nochmal hochsetzen und kann dann auch nochmal auswählen, welcher Dateityp abgegeben werden soll oder das generell freilassen. Man kann hier über die Auswahl gehen und sich den entsprechenden Dateityp oder eine Gruppe von Dateitypen aussuchen und das dann entsprechend speichern oder einfach auch nur zum Beispiel .pdf eintippen. Bei den Feedback-Typen kann man dann aussuchen, wie man das korrigieren möchte. Also man kann zum Beispiel, wenn PDFs eingereicht werden sollen, Anmerkungen in PDF hier anhaken. Dann kann man das gleich in Moodle in diesem Editor korrigieren. Das lässt sich aber auch im Nachhinein immer noch ändern. Bei den Abgabeeinstellungen sollte man auswählen, die Abgabetaste muss gedrückt werden, dann müssen die Studierenden wirklich nochmal formal bestätigen, ja, ich möchte das jetzt abgeben. Genauso sollte man die Erklärung zur Eigenständigkeit mit Ja setzen, dann müssen die Studierenden auch nochmal eine Eigenständigkeitserklärung direkt in Moodle abhaken. Da ist momentan noch so ein Standardtext dahinter, den werden wir auch nochmal anpassen. Das Versuche erneut bearbeitbar, das bezieht sich nur darauf, ob Studierende nochmal was ändern dürfen, wenn sie die Abgabetaste bereits gedrückt haben. Das sollte man hier auch mit Nein lassen. Wenn man die Klausur in dem Kurs stellt, in dem auch alle Studierenden Zugriff haben, dann muss man nochmal sicherstellen, dass auf die Klausur auch wirklich nur die Studierenden zugreifen können, die sich zur Klausur angemeldet haben. Das würde man hier über die Voraussetzungen machen. Da ist es am sinnvollsten, wenn man vorher eine Gruppe festgelegt hat und die zum Beispiel Klausuranmeldung genannt hat und dort alle Studierende einträgt, die sich zur Klausur angemeldet haben und würde dann hier Gruppe als Voraussetzung setzen. Jetzt kam schon mehrfach die Frage, ob man da auch Abhängigkeiten schalten kann zwischen verschiedenen Aufgaben. Das geht in der Tat. Wenn ich dann nämlich bei einer Aufgabe den Aktivitätsabschluss definiere, das wäre dann hier, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, muss eine Lösung eingereicht haben. Dann ist das natürlich was, was ich in der anderen Aufgabe auch wieder bei den Voraussetzungen verwenden kann. Dann könnte man zum Beispiel festlegen, die Studierenden müssen erst eine Teilaufgabe abgegeben haben und erst dann bekommen sie Zugriff zu einer anderen Aufgabe. Aber im Normalfall braucht man das eigentlich nicht. Und wenn alles soweit konfiguriert ist, dann kann man das Ganze hier speichern.